Hi Leute und willkommen. Halloween-Woche auf Landsquid Birdrider. Und wir haben das böse magische Buch Dreve in unserem Inventar und können es jetzt hier im Dunwich-Gebäude, das wir ja schon irgendwie geklärt haben scheinbar, glaube ich, wahrscheinlich komplett zerstören. Bei diesem Altar, bei dem wir auch schon waren. Die Frage ist nur, kommen wir wieder runter zu diesem Altar? Und die andere Frage, die ich mich stelle, ist, waren die ganzen Gegner, die wir hier drin getroffen haben? Oh, das ist schon ein unheimlicher Ort, oder? Die Beleuchtung und so, das haben die schon echt ganz gut gemacht. Was wollte ich sagen? Waren diese ganzen Ghule, die wir hier drin getroffen haben, tatsächlich Ghule? Oder sind es technisch gesehen vielleicht Zombies gewesen? Oder irgendwas anderes? Denn scheinbar sind die ja eben nicht durch Radioaktivität, so wie alle anderen Ghule, mutiert, sondern durch komische, böse Gott. Kräfte von durch einen komischen, magischen Obelisk im Keller. So die Antithese zu dem Obelisk aus Odyssee durchs Weltall. Ha, ich muss jetzt mal auf die Karte schauen als erstes, weil sonst habe ich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Jetzt sind nicht mal mehr Gegner da, das heißt, ich weiß nicht, wo wir schon waren und wo noch nicht. Also hier ist eine Markierung, aber ich glaube, die ist nicht unsere und sonst haben wir hier keine Markierung. Keine Markierung, großartig. Forsaken, Dunwich Ruins. Underchamber. Wir müssen, glaube ich, schon in die Underchamber. Das heißt, da lang. Wartet mal, nach Westen, westlich halten. Westlich halten, da lang. Richtung Westen, Richtung Underchamber. Okay, ich bin jetzt sehr, sehr westlich hier. Und der Weg zur Underchamber sollte angeblich hier irgendwo sein. Underchamber? Hm. Ups. Irgendwie, ach komm schon. Nein, Hilfe. Das ist da. Ah, warte mal. Nee, vielleicht eher hier so. Vielleicht auch hier. Underchamber. Oder doch ein Stockwerk höher. Ich hätte halt nicht gedacht, dass wir ein Stockwerk höher gehen müssen, damit wir in die Underchamber kommen. Weil das klingt so nach Under im Sinne von unter. Aber wer weiß. Auf jeden Fall suche ich jetzt mal eine Treppe. Die Stairchamber. Die uns dann durch die Officechamber zur Underchamber führt. Das ist jetzt mal der Plan. Okay, ich gehe mal, ja, hier geht es zumindest weiter. Ist das zufällig ein Geheimgangregal, das uns zur Underchamber führt? Nope. Schade. Dann gehe ich vielleicht mal da lang. Toter Ghoul. Unheimlich. Na, ich weiß jetzt auch nicht. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Wisst ihr's? Ich weiß es jetzt auch nicht. Was ist denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ah, jetzt wartet mal. Ich habe doch einen Durchgang geschaffen, oder? Wo vorher keiner war. Muss ich nicht wieder zurück zum Anfang und dann irgendwie gleich ab... ich gehe mal in die Forsaken Dunwich Ruines. Schauen wir mal da. Das kenne ich mich gar nicht mehr aus. Aha, einfach geradeaus und dann nach links abbiegen. Wenn es nicht mehr weitergeht. Angeblich vielleicht. Leicht Radioaktivität hier. Leicht radioaktiv hier. So, das wollte ich sagen. Ich bin nur ein bisschen die Musik und so. Es macht mich ein bisschen. Es ist. Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich hier schon war und wir alles schon kaputt gemacht haben, ist mir ein bisschen mulmig bei der ganzen Sache hier.
Das muss ich schon zugeben. So gut gemachte Gruselstimmung, die ist schon gruselig. Spooky Stuff ist spooky. So, cool. Ganz cool. Wahrscheinlich müssen wir runter, oder? Ich nehme es mal stark an. Aha. Ich habe zwei Questmarker. Keiner von beiden sagt mir, ich soll hier durchgehen. Aber ich gehe jetzt trotzdem hier durch. Ich glaube nämlich diesen Questmarkern gar nichts mehr. Die sind nur am Lügen und Betrügen. Ah ja, ich glaube, wir sind richtig, oder? Ich glaube, jetzt müssen wir nur noch irgendwie 100 Etagen nach unten springen. Aber ein bisschen vorsichtig. Und dann geht's auch schon zur Ritualkammer. Glaube ich zumindest. Okay. Okay. Chili. Ah, ja. Hier sind wir richtig. Da ist nämlich auch der Jamie. Und hier ist dieser echt unheimliche, komische Obelisk. Und jetzt werden wir den aktivieren. Und jetzt werden wir das Buch zerstören. Der Obelisk hat dieselbe Entstehungsgeschichte wie das Kriefbeck-Nier. Schon die Nähe zu ihm jagt ihnen eine Gänsehaut ein. Okay. Und jetzt? War's das? Ist jetzt noch... Ist die Quest abgeschlossen? Muss ich noch... Kann ich noch irgendwas machen? Muss ich noch irgendwas machen? Oder ist es jetzt vorbei? Ich bin gerade leicht verwirrt. Das war so antiklimatisch. Ich dachte, es passiert was. Ich krieg vielleicht wenigstens irgendeinen Perk, dass ich die böse Energie von gefallenen Gegnern einsaugen kann, damit ich, keine Ahnung, einen Roundhouse-Kick erzeugen kann, wenn die Special-Leiste voll ist, der alle Gegner im Umkreis von 100 Kilometer hinweg fegt. Sowas in der Art. Aber irgendwie nix, ne? Irgendwie nix. Eiskalt. Naja, damit habe ich zwar nicht gerechnet, aber okay. Ich muss jetzt nochmal schauen. Die Quest ist jetzt auch beendet, oder? Die ist jetzt auch nicht mehr aktiv. Das ist jetzt vorbei. Vorbei! Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Dann versuchen wir mal hier nochmal wieder rauszukommen. Irgendwie. So, die Tür habe ich nämlich gesucht. Ich bin jetzt gespannt, wo die ist. Wahrscheinlich wirklich gleich am Anfang ums Eck, oder? Ah, hier kommt man gar nicht hoch. Na, dann hätte ich lang suchen können. Plumps. Und Tschüssi. Ja, richtig, oder? Tschüssikowski. Ich mag diesen Ort nicht. Deswegen gehen wir weg. So. Ah. Jetzt haben wir noch 1,5 Folgen Halloween vor uns. In den 1,5 Folgen will ich jetzt noch was Unheimliches machen. Und ich finde einfach, von allen Orten, die wir jetzt noch nicht quasi besucht haben, also ich meine jetzt, ist Point Lookout schon echt
ziemlich creepy, oder? Ich finde schon. Und deswegen würde ich jetzt fast sagen, dass wir wirklich da nochmal hingehen und uns in den 1,5 Folgen nochmal ein bisschen dort umsehen. Als erstes will ich jetzt nämlich unbedingt noch zu dem Leuchtturm schauen, weil der steht da so präsent in der Gegend rum. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir da Abenteuer erleben werden. Dass da irgendwas ist in diesem Leuchtturm. Der steht da nicht zum Spaß. Ich dachte, nein, Moment mal. Lass mich kurz überlegen. Der Leuchtturm war doch... Da war doch unterm Leuchtturm die geheime Basis von diesem Hirnkerl. Okay, dann macht das Sinn. Gut, wenn das so ist, dann gehen wir vielleicht nicht mehr in den Leuchtturm, oder? Weil dann wissen wir das ja. Jetzt fahren wir mal hin und dann schaue ich mal nochmal auf die Karte. Und dann schauen wir mal. Wir könnten auf jeden Fall jetzt nochmal zu dem alten Kerl gehen, der das Buch unbedingt haben wollte, und schauen, was der jetzt dazu sagt, dass wir das zerstört haben. Ich bin mir sicher, der ist begeistert. Oder? Ich glaube schon. Warum sollte er nicht begeistert sein? Ich bin zumindest begeistert. Es hätte mich halt schon auch interessiert, was passiert, wenn ich ihm das Buch gebracht hätte. Ob er sich dann in Cthulhu verwandelt hätte? Höchstwahrscheinlich. Halt, stopp. Nein, stopp, halt. So, jetzt gehen wir nochmal in sein Haus. Zu viel Ladebildschirm. Ich glaube, wir haben jetzt... Lass mich mal kurz gucken. Wartet. Jetzt werden es fast 3 Minuten, die wir jetzt auf Ladebildschirm starren. Großartig. Großartig. Dasselbe Problem wie in Fallout 4 mit dem zwischen DLC-Map und Hauptmap hin und her reisen, dass man ständig zum Wechselpunkt reisen muss, damit man dann die Location wechseln kann, damit man dann... Ja, okay. Okay. Hinein mit uns. Und jetzt schauen wir mal. Ist der jetzt gleich aggressiv? Ist er schon tot? Hat er was zu sagen? Sagt er jetzt, Sie Narr, Sie wissen überhaupt nicht, was Sie getan haben. Und schießt mit Atomraketen auf uns. Oh, hallo. Sie haben hier nichts zu suchen. Verschwinden Sie aus meinem Haus. Ich dachte, sie würden über diesen Okkultismus-Fellefanz darüber stehen. Spielen Sie nicht auf etwas an, das Sie völlig falsch verstehen, Sie Troglodyt. Verschwinden Sie jetzt. Wenn ich ein Troglodyt wäre... Sie haben hier nichts zu suchen. ...würde ich in Höhlen wohnen. Schön, da... Nein, okay. Die Quest ist beendet. Der weiß nicht mehr, dass wir hier waren. Der kann sich nicht mehr erinnern, dass er uns mal eine Quest gegeben hat. Auch gut. Auch okay. Mir doch egal. Ich habe eh Besseres zu tun, als mich mit dem abzugeben. So. Jetzt muss ich nochmal kurz... Ach, das ist schon die maximale Rauszoom-Stufe. Lass mich nochmal schauen. Wo könnten wir denn noch hinschauen? Also Leuchtturm fällt dann im Grunde flach, oder? Mehr oder weniger im Grunde. Genau. Weil wenn das dann der Leuchtturm ist... Naja, okay. Ich weiß es jetzt auch nicht. Hier. Ich gehe mal hier hin. Ich weiß es ja auch nicht. Ich glaube, hier waren nämlich noch 1-2 Sachen, wo ich mir gedacht habe, die könnte man sich anschauen. Und dann habe ich es vergessen. Und dann bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Und dann war sowieso alles aus. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt gehen wir mal nach Norden. Nein, nach Süden. Ja, nach Süden. Wir gehen jetzt von da, wo wir spawnen, einfach nach Süden. Ich glaube, da kommt man dann über so eine Klippe runter oder sowas, oder? Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht.
Ich weiß es einfach nicht. Oh, Gegner hier drin. Ach so, die mögen mich jetzt nicht mehr unbedingt. Wahrscheinlich, weil ich deren Anführer getötet habe. Oh, sorry. Ihr könnt hier ruhig eure Pungo-Früchte weiter züchten. Das ist vollkommen okay. Ich habe nichts gegen euch. Ich habe nur was gegen euer Gehirn. Oder so. Die verstehen schon. Die wissen schon, wie es gemeint ist. Oh, Explosionen. Okay, erstens, warum stürzt das Spiel jetzt ab? Aber zweitens, was sehen wir denn da auf dem Bildschirm? Seht ihr das? Ist das Spiel jetzt gerade wirklich abgestürzt? Zufällig kann mich nicht mehr bewegen. Aber irgendwie sieht das da am Horizont echt komisch aus. Ha! Naja, Leute. Ein unheimlicher Absturz. Übermächtige Kräfte. Übermenschliche Kräfte aus dem Reich der Geister haben hier wohl mein Spiel beendet. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Und morgen starte ich das Spiel neu. Also ich starte jetzt neu, aber dann morgen schauen wir uns nochmal um. Ich suche einen interessanten Ort und den schauen wir uns dann noch an. Macht's gut, bis morgen dann. Ciao. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.